Das Spannende für mich, bei der DGFG zu arbeiten, ist, dass wir jeden Tag etwas Neues dazulernen können. Und natürlich sehr besonders sind die Gespräche mit den Angehörigen, weil es einfach nette, ehrliche Gespräche sind. Ich glaube, das macht den Beruf einfach wunderschön und auch sehr sinnvoll. Mein Name ist Sophia Riederer, ich bin Gewebespende-Koordinatorin seit 2018 bei der DGFG. Jetzt bin ich seit Oktober letzten Jahres in Regensburg und betreue da das Uniklinikum Regensburg in meiner schönen Heimat. Also routinemäßig ist es so, dass wir hier am Klinikum sitzen und jeden Morgen die Spendermeldungen angucken. Wir bekommen eine Liste, in der die Verstorbenen aufgelistet sind. Hier screenen wir dann die potenziellen Spender. Öfter ist es so, dass wir das auch in Rücksprache mit unseren Ärzten abklären, ob die Person in Frage kommt, weil nicht alles ist immer so klar ersichtlich, ob das jetzt eine Kontraindikation ist oder nicht. Das muss auch manches Mal diskutiert werden. Genau, dann findet das Angehörigengespräch statt, wenn sich die Person als Spender eignet. Ich bin dann erstmal gespannt, auf wen ich jetzt treffe, wen ich da jetzt am Telefon habe. Und dann führt man ein Gespräch mit denen und fragt, ob es denn einen Spendewunsch gab, ob die sich über Organ- und Gewebespende unterhalten haben, ob es irgendwas Schriftliches gibt, ob ein Organspendeausweis vorliegt. Die Angehörigen sind natürlich erstmal überrascht, dass das möglich ist. Sehr, sehr viele Fragen sind vielleicht auch überfordert, das ist klar. Dementsprechend können wir auf die Angehörigen eingehen und vielleicht auch manches Mal Fragen beantworten, die gar nicht zu unserem Beruf gehören. Aber dadurch, dass wir eben immer wieder mit diesem Thema zu tun haben, wissen wir, wie das mit dem Bestatter ist, wo man Dokumente bekommt, ob die sich nochmal verabschieden können und so weiter. So läuft dann eben ein Gespräch ab, immer ergebnisoffen und dann eben die Entnahme. Nicht jeder eignet sich für Herzklappen und Gefäßspenden, aber sehr, sehr viele für Augen-Hornhautspenden. Also das ist die Spende, die hier am meisten gemacht wird. Es ist so, dass man natürlich in die Pathologie geht. Manches Mal finden die Entnahmen auch noch auf Station statt, bespricht sich mit der Pathologie, tauscht noch wichtige Dokumente aus. Und dann wird der Verstorbene oder die Verstorbene aus der Kühlkammer geholt. Dann bereitet man diese Räumlichkeit vor, sodass man die Entnahme machen kann. Es wird quasi der komplette Bulbus entnommen bei einer Augenhornhautspende, der später durch Glasprothesen ersetzt wird in der entsprechenden Augenfarbe. Sieht super natürlich aus, die Augen sind verschlossen. Es kann auch eine Aufbahrung am offenen Sarg stattfinden. Also das schränkt den Verabschiedungsprozess überhaupt nicht ein. Danach findet der Versand der Gewebe statt. Das heißt, man hält Rücksprache mit der Vermittlungsstelle der DGFG, fragt an, in welche Gewebebank dieses Präparat gehen darf, verpackt dieses Präparat in entsprechenden Kühlboxen. Dann wird es dahin verschickt, meist über Nacht. Und dann wird es am nächsten Tag präpariert, sodass es als Transplantat zur Verfügung stehen kann. Von den Ärztinnen und Ärzten bis zur Warenannahme, jeder ist höchst engagiert. Das ist Wahnsinn, unvergleichbar. Das hat meinen Einstieg hier auch so einfach gemacht, weil jeder einfach sein Bestes gibt. Das merkt man jeden Tag. Da bin ich sehr überrascht gewesen.